Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ich will immer Origins sagen, aber wir spielen nicht Origins. Wir sind auf dem Weg nach Redcliffe, um ein Gespräch mit den Magiern zu suchen, ob sie eventuell dabei sind, uns zu helfen. Das man weiß ja nie. Vielleicht mögen die uns ja. Er erhebt sich in die Luft. Ein Drache. So, wo. Wow, warum brenne ich? Warum brenne ich? Was zum... Ihr dürft jetzt nicht aufgeben. Rückzug. Verdammt. Ich wollte nur nach Dings. Verdammt. Jetzt muss ich jetzt zurück zum Lager laufen. Ich wollte nämlich nach Redcliffe. Das war der einzigste Weg, den ich sehe. Rasten wir. So. Das war doch der einzige Weg, wie ich da hinkomme, oder nicht? Da gibt es auch einen anderen Weg. Wenn ja, dann... Ich hätte gerne ein Navigationssystem für dieses Spiel. Ganz ehrlich. Dann machen wir halt eben eine große Biege darum. Vielleicht klappt das ja auch. Dann machen wir halt eine große Biege darum. Wenn da ein Drache ist, dann muss ich dann irgendwie anders vorbei. Mir war nicht bewusst, dass es vor Redcliffe ein Drache aus. Das war mir nicht bewusst. Und die kann ich jetzt besiegen, wenn ich ein paar Stufen höher bin. Dragostein. Hä? Warum ziehst du dein Schwert? Bist du irgendwie dumm oder so? So. Ich möchte mit den Magiern reden. So. Ich hoffe, das ist die richtige Straße. Wollen wir... Wollen wir nicht umsehen, Schätzchen? Nein, möchten wir nicht. Na komm. Gold und einen Brief bekommen. Sorry, ihr lieben Templer. Ah. Warum sind die alle so schwach? Au! Gott.
Meine Güte, warum sind sie alle so stark? Na, wenigstens habe ich das wie in so nah. Ich kann es nicht öffnen. Verdammt. Ich kann die Hütte nicht öffnen. Oh, ernsthaft. Warum? Kein Kommentar. Echt mal. Kein Kommentar. Warum bleibt Cassandra auch da stehen? Was ist das für eine Spielsteuerung? Egal, ich muss nach Radcliffe. Das Dorf Radcliffe sollte direkt... Ich will, dass dieses verdammte Ding ständig überwacht wird. Beim ersten Anzeichen von Dämonen schlagt ihr Alarm. Okay. Komm. Du verdammter Riss. So. Mann! Lasst mich! So. Was war das? Wir wissen nicht, was diese Risse bewirken können. Dieser hier schien in seiner Umgebung die Zeit zu verändern. Vielleicht weiß Fiona ja mehr. Irgendetwas stimmt hier nicht. Seid vorsichtig. Gütiger Erbauer, es ist vorbei, oder? Öffnet die Tore! Alles mitnehmen. So. Wir sind endlich in Radcliffe angekommen. Na komm. Wir haben das Eintreffen der Inquisition angekündigt, aber ihr solltet wissen, dass niemand hier draußen mit uns gerechnet hat. Niemand? Nicht einmal Großverzauberin Fiona? Nun, falls doch, hat sie es zumindest niemandem erzählt. Wir haben dafür gesorgt, dass euch die Taverne für die Verhandlungen zur Verfügung steht. Bitte verzeiht, werte Vertreter der Inquisition. Magister Alexius trägt nun die Verantwortung, aber er ist noch nicht hier. Wir erwarten ihn in Kürze. Ihr könntet euch in der Zwischenzeit mit der ehemaligen Großverzauberin unterhalten. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wir müssen mit der Großverzauberin sprechen. Ja. Das müssen wir wohl. Radcliffe. Also irgendwas stimmt hier wirklich ganz und gar nicht. Aber dafür bin ich ja hier in Radcliffe. Ach, das ist lange her. 10 Jahre ist das jetzt her, dass ich zuletzt in Radcliffe war.
Dorf Radcliffe. Ich denke, wir sollten von hier fortgehen. Wunderschön, wieder hier zu sein. Okay. Na komm. Das Gebäude ist mir leider nicht zugänglich. Ich nehme an, eure Eltern stammten aus Revane, Vivien. Sie waren Händler aus Darsmoot, hieß es zumindest. Ihr erinnert euch nicht? Ich wurde schon als sehr junges Mädchen in den Zirkel von Ostwick gebracht. Soweit es mich betrifft, begann mein Leben dort. Geschichtenerzähler. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als die Toten dieses Land heimsuchten. Damals hatte ein Blutmagier Al-Imen vergiftet. Es war die Asche von Andraste höchst selbst, die den Aal aus seinem magischen Schlaf zurückholte. Ich erinnere mich daran. Erzählt mir etwas über eure Leute. Es heißt, ein Geist lebe in einem kleinen See südlich des Hochwegs. Die Mädchen des Dorfes bringen ihm Gänseblümchen und bitten um Liebe. Aber er hört ihnen kaum zu. Er ist nämlich ein Geist des Heldenmuts, nicht der Liebe. Und als solcher bevorzugt er Blutlotus. Hat gerade unser Held mit einer weiblichen Stimme geredet? Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler. So, was haben wir hier alles? Na komm, ja, geh erst im Weg. Radcliffe. Lang, lang ist es her. Witwer. Moment. Da. Da müssen wir hoch. Da ist die Taverne, glaube ich, ne? Zur lachenden Möwe. Gehen wir mal rein. Willkommen, Vertreter der Inquisition. Erste Verzauberin Vivienne? Fiona, meine Liebe, es ist so lange her, seit wir zuletzt miteinander gesprochen haben. Ihr seht ja schrecklich aus. Schlaft ihr denn auch gut? Was führt euch nach Radcliffe? Ach, also das ist ja eine gute Idee, dass ich Vivienne mitgenommen habe. Ihr habt mich eingeladen. Wir sind aufgrund eurer Einladung aus Val-Royo hier. Ihr müsst euch irren. Das letzte Mal, dass ich in Val-Royo war, war noch vor dem Konklave. Und wen habe ich dann dort getroffen? Wenn nicht ihr mich hierher eingeladen habt, wer war es dann? Ich weiß es nicht. Aber nun, da ihr es sagt, kommt es mir seltsam vor. Nun, wer oder was auch immer euch hierher geführt hat, die Lage hat sich geändert. Die freien Magier haben sich bereits dem Dienst für das Reich von Tevinter verschrieben. Fiona, meine Liebe, ihr müsst unbedingt etwas gegen eure Verwirrtheit unternehmen. Ein Bündnis mit Tevinter? Habt ihr denn keine Angst, dass sich ganz Cedas gegen euch wenden wird? Als jemand, der einem Magister verpflichtet ist, habe ich nicht länger die Autorität, mit euch zu verhandeln. Na schön, und wer hat jetzt das Sagen? Willkommen, meine Freunde. Bitte entschuldigt, dass ich euch nicht eher begrüßt habe. Vertreter der Inquisition, erlaubt mir, euch Magister Gereon Alexios vorzustellen. Die Magier aus dem Süden stehen unter meinem Kommando. Und ihr seid also der Überlebende, richtig? Derjenige aus dem Nichts. Interessant. Ich wüsste gerne mehr über dieses Bündnis zwischen den aufständischen Magiern und dem Reich. Natürlich. Was genau möchtet ihr wissen?
Ich habe hier weder den Arl von Radcliffe noch einen seiner Männer gesehen. Der Arl von Radcliffe hat das Dorf verlassen. Arl Teagan hat seine Ländereien nicht einmal verlassen, als sie während der Verderbnis unter Belagerung standen. Es kam zu wachsenden Spannungen. Ich wollte nicht, dass es zu einem Zwischenfall kommt. Was stimmt doch nicht. Ich wüsste gerne mehr über dieses Bündnis zwischen den aufständischen Magiern und dem Reich. Natürlich. Was genau möchtet ihr wissen? Die Großverzauberin hat mir erzählt, sie sei einem Magister verpflichtet. Unsere Brüder und Schwestern aus dem Süden besitzen im Reich keinen rechtlichen Status. Da sie nicht als Bürger Tevinters geboren wurden, müssen sie über einen Zeitraum von 10 Jahren dienen, bevor sie sämtliche Rechte erhalten. Und als ihr Schutzherr ist es an mir, ihren Dienst für das Reich zu überwachen. Das ist immer das falsch. Mir ist nicht ganz klar, wann genau ihr diese Vereinbarung mit Fiona getroffen habt. Als das Konklave ausgelöscht wurde, sahen sich diese armen Seelen der Grausamkeit der Templer ausgeliefert, die sie unverzüglich angreifen wollten. Es muss göttliche Vorsehung gewesen sein, dass ich genau im rechten Moment eingetroffen bin. Der Moment war zweifelsohne äußerst passend. Was hat das Reich davon, die aufständischen Magier unter seine Fittiche zu nehmen? Für den Moment stellen die Magier aus dem Süden vor allem einen beträchtlichen Aufwand dar. Sobald sie jedoch entsprechend ausgebildet sind, werden sie sich unserer Legion anschließen. Ihr sagtet nicht, alle meiner Leute müssten militärischen Dienst leisten. Es gibt unter uns Kinder und einige, die nicht geeignet. Ich bin mir sicher, eines Tages werden sie alle produktive Bürger des Reiches sein, sobald ihre Schuld abbezahlt ist. Ihr seid ziemlich weit von Tevinter entfernt, Alexios. In der Tat, das bin ich. Aber ich habe gehört, auch ihr stammt nicht aus Ferelden. Es scheint also, als wären wir hier beide Fremde. Felix, würdest du bitte einen Schreiber rufen lassen? Oh, verzeiht meine Manieren. Meine Freunde, das ist mein Sohn Felix. Es überrascht mich nicht, dass ihr hier seid. Die Eindämmung der Bresche ist eine Aufgabe, die nur wenige in Angriff nehmen können. Niemand kann sagen, wie viele Magier dafür nötig wären. Es ist ein ehrgeiziges Unterfangen. Dann helft ihr uns? Nun ja, wenn man einen gewaltigen Riss am Himmel bekämpft, kann man es sich kaum leisten, bescheiden zu denken. Nun, dann werden wir... Felix? Es tut mir so leid, mein Lord. Bitte vergebt mir. Ist alles in Ordnung? Es geht mir gut, Vater. Na komm, holen wir dir deine Arzneien. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet, meine Freunde, wir müssen unsere Unterhaltung ein andermal fortsetzen. Fiona, ich brauche im Schloss eure Hilfe. Es war nicht meine Absicht, allen derartige Umstände zu bereiten. Ich lasse der Inquisition eine Nachricht zukommen. Wir werden diese Angelegenheit ein andermal klären. Kommt in die Kirche. Ihr seid in Gefahr. Hat euch das der Sohn des Magisters gegeben? Warum sollte er euch helfen? Wir werden vorsichtig sein. Aber wir müssen herausfinden, was hier vor sich geht. Linnea. Wir brauchen euresgleichen hier nicht. Eure Inquisition ist auch nur ein anderer Name für die Templer. Ihr würdet euch lieber Tevinter unterwerfen, als euch der Inquisition anzuschließen? Ihr Kirchendiener denkt doch alle dasselbe. Dass das Reich ein gewaltiges Übel ist, von dem man sich fernhalten muss. Dabei geht es nur darum, dass dort Magier herrschen. Niemand will, dass wir uns ihr Leben ansehen und sagen, die Magier dort sind frei und die Welt ist trotzdem nicht untergegangen. Aber beschwören die Magister denn keine Dämonen und bringen Menschenopfer? Die Kirche würde alles behaupten, um uns Angst zu machen. Was ist denn bitteschön falsch an der Blutmagie?
Die Leute sind beunruhigt, wir könnten ihre Gedanken kontrollieren. Aber dass wir in ihren Kriegen Feuerbälle schleudern, stört sie nicht im geringsten. In Tevinter überwachen sich die Magier selbst. Und es funktioniert. Warum glauben nur alle, wir wären Teil der Kirche? Wir haben der Kirche den Rücken gekehrt. Sie hasst uns. Natürlich. Und ich bin die Kaiserin von Orlais. Okay. Wer ist das? Magister Alexios schätzt jene nicht, die ohne Magie sind, so wie ihr und ich. Ihr solltet nicht allzu lange bleiben. Viele sind schon geflohen, um seinem Zorn zu entgehen. Was hat der Magister gegen euch? Er wird nicht gerne daran erinnert, was aus Magiern werden kann. Er sagt, alle Besänftigten müssten Radcliffe verlassen, aber wer würde uns willkommen heißen? Nun denn, lebt wohl. Einen Moment bitte. Ihr gehört der Inquisition an, nicht wahr? Ich bin Alchemist. Ihr braucht doch gewiss Tränke. Wenn mich der Magister hier nicht haben will, kann ich vielleicht euch meine Dienste anbieten. Es wäre uns eine Freude, wenn ihr für die Inquisition arbeiten würdet. Habt Dank. Solange man lebt, ist es gut, daran glauben zu können, dass die eigenen Fähigkeiten noch von Nutzen sind. Oh, wir haben einen Emissär gewonnen. Das ist ja perfekt. Talwin. Super. Die Inquisition, ha? Bei der heiligen Andraste, ich wünschte, ihr wärt früher gekommen. Von diesen Tevinteranern kriege ich immer so ein fieses Jucken in den Schulterblättern. Ihr seid über dieses neue Bündnis nicht glücklich? Irgendetwas stimmt nicht mit diesen Kerlen. Sie sind nicht wie wir. Magie hin oder her. Ich umgebe mich lieber mit anständigen Leuten, als mit Magistern gemeinsame Sachen zu machen. Wie kam es dazu, dass sich die Großverzauberin auf eine Zusammenarbeit mit Tevinter eingelassen hat? Wir bereiteten uns gerade auf den Angriff der Templer vor, als wir urplötzlich einen Magister als Verbündeten hatten. Es war eine glückliche Fügung, die uns einen Vorteil verschaffte. In gewisser Weise. Aber wir kamen vom Regen in die Traufe. Lebt wohl. Ihr solltet vorsichtig sein. Die Tevinteraner sind vermutlich nicht glücklich darüber, dass ihr hier Fragen stellt. Das ist interessant. Was ist da oben? Geh mal weg, Knabe. Oder Kneben. Irgendwas dazwischen. Ja, komm schon. So, wie soll ich jetzt also in die Kirche reingehen? Okay, dann machen wir das doch mal. Also irgendwie ist das echt seltsam hier. Normalerweise würde Artigen das doch hier alles machen. Nach 10 Jahren würde ich das mal so sagen. Na komm. Aber ich mache jetzt an dieser Stelle Schluss. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.